Dieser Radweg ist ein echter Aufreger. Komplett lächerlich. Müll. Wir haben nur Ärger. Hier fallen regelmäßig Menschen hin und verletzen sich schwer. Wir reden hier nicht von Schnitt- und Schürfwunden, wir reden von Knochenbrüchen, schweren Frakturen. Schuld daran? Eine optische Täuschung. Das passiert jede Woche. Wer hat das geplant? Aber warum verletzt sich hier denn einer nach dem anderen? Dazu gleich. Die High Street im Zentrum Keynsham's, 9 Kilometer entfernt von Bristol. Um das Stadtbild zu verjüngen, wird hier im März des vergangenen Jahres dieser Radweg eingeweiht. Kostenpunkt rund 1,7 Millionen Euro. Viele halten das für Geldverschwendung. Denn der Radweg erweist sich als echte Gefahr. Nicht nur für die er eigentlich vorgesehen ist, sondern für Fußgänger. Gerade als wir die Kamera für ein Interview anmachen, passiert es. Nur wenige Meter von uns entfernt stürzt eine Frau. Wenn man sich das anschaut, sieht es so aus, als wenn es in eins übergeht, als wäre es flach. Ich habe mir fast den Knöchel gebrochen, seht euch mein Knie an. Ich war noch nie hier und werde auch niemals wiederkommen. Die sichtlich geschockte Frau ist mit ihren Schürfwunden noch vermeintlich glimpflich davongekommen. Was ist das Problem? Von dieser Position betrachtet sieht es so aus, als wären der Gehweg, der Radweg, die Mittelinsel und die Straße eine ebene Fläche. Dabei sind hier gleich zwei Kanten. Vom Gehweg auf den Radweg und von der Mittelinsel auf die Straße. Michael Lowe hat sich deswegen im vergangenen Jahr beim Überqueren der Straße schwer verletzt. Wenn man vom Gehweg runter ist, erwartet man, auf der anderen Straßenseite wieder hochzugehen. Ich ging weiter, vergewisserte mich, dass es keinen Verkehr gab. Und plötzlich, ohne dass ich es realisierte, fiel ich flach auf mein Gesicht. Ich verletzte mich schwer im Gesicht. Und ich musste ins Krankenhaus. Wirklich jeder, den wir fragen, kennt jemanden, der gestürzt ist oder hat jemanden stürzen sehen. Ich habe einige fallen sehen. Mein Mann ist auch gestürzt. Ich war hier, als jemandem geholfen wurde, der gerade gefallen war. Ein Mann fiel hin und stieß seinen Kopf. Der Krankenwagen musste kommen und ich bin auch schon gestolpert. Neben allen von uns befragten Passanten will auch Ratsmitglied Alan Hale, dass der Radweg wieder entfernt wird. Es gibt wohl keinen anderen Gemeinderat in diesem Land, der etwas baut, bei dem sich so viele verletzen und nichts ändert. Was ist, wenn jemand an den Folgen seiner Verletzung stirbt? Offiziell gibt es bislang 60 Verletzte. Es sollen laut Hale aber weitaus mehr sein. Wir beobachten nicht nur, wie mindestens Nummer 61 fällt, sondern tatsächlich auch noch Nummer 62. Am Ende des Radwegs stolpert wieder eine Frau. Was fällt bei all den Bildern auf bzw. nicht auf? Richtig, Radfahrer. Von denen sind die meiste Zeit weit und breit keine zu sehen. Wir finden eine Passantin, die den Weg immerhin schon mal entlang geradelt ist. Man ist so nah an den Fußgängern. Man weiß nicht, ob die Passanten auf den Radweg treten oder vor einem stolpern. Das ist verrückt. Absolut verrückt. Keynsham's Stadtrat lässt uns folgendes Statement zur Radwegproblematik zukommen. Wir nehmen dieses Thema sehr ernst. Der Radweg in der Keynsham High Street wurde nach den aktuellen Standards der Regierung gebaut. Alle Vorfälle werden jedoch aufgezeichnet und in Kürze wird eine Verkehrssicherheitsinspektion stattfinden, um zu prüfen, ob weitere Verbesserungen erforderlich sind. 21 der gestürzten Personen fordern von den Behörden nun Schadensersatz, darunter auch Michael Lowe, der noch auf Rückmeldung wartet.